Kinderfest in Herzberg am Harz am 3. Juni 2012. Ein verregneter Sonntag, ohne Zweifel. Aber eine Visite in der Herzberger Fußgängerzone hat sich allemal gelohnt. Für mich insbesondere, da ich sogar bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Vielleicht produziere ich ja bald zeitnäher, da mobiler. Über Torwand, Futter- und Fressbuden, Hüpfbogen und Rollschlitten, dem Harzkurier, Kinderschminke, Hexenhäusern, Buttonmaschinen, Hufeisenwerfen bei EPPAL und dem Alevitischen Kulturverein, neuerdings im ehemaligen Schlosscafé im unteren Teil der Fußgängerzone, war alles vertreten, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Die geöffneten Geschäfte und die damit verbundene Möglichkeit für Erwachsene, noch entspannt etwas shoppen zu gehen, rundeten den gut durchorganisierten Event ab. Trotz des Regens haben sich dann auch viel mehr Leute eingefunden, als ich erwartet hatte. Selbst hatte ich nämlich größte Schwierigkeiten, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Großer Fehler. Denn abgesehen, dass natürlich auch Cafés und weitere Gastronomie zum Verweilen einladen, kann man auch bei einer nicht ganz perfekten Wetterlage zu so einem Event viel Spaß haben. Kinder interessiert ein bisschen Niesel eh nicht weiter, wenn für sie erstmal feststeht, dass man bei Gewinnspiel, Glücksrad und Tombola fette Beute machen kann. Ich hatte plötzlich auf dem Event unheimlich viel Spaß, obwohl ich keine Erwartung hatte, und habe meine Anwesenheit später in der Innenstadt auch noch direkt für einen Kinobesuch benutzt. Ein verkaufsoffener Sonntag ist einfach nur praktisch und sollte die Menschen öfter nach Herzberg einladen. In Zukunft hoffentlich wieder bei besserem Wetter. Spenden Sie Speckwursti, Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6441.